Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir zur Aufgabe 4 der ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Jahr 2013. Bestimmen Sie den Grundflächeradius des Kegels mit maximalem Volumen, welcher eine Manteloberfläche von 1 hat. Gut, das ist schon alles zur Aufgabe. Kommen wir zur Lösung. Hier sind wir nun bei der Lösung dieser Aufgabe. Als erstes zeichnen wir uns mal so einen Kegel auf. Das haben wir hier gemacht. Das ist die Höhe h des Kegels. Hier haben wir die Seitenlänge des Mantels, bezeichnen wir mit s, und der Radius vom der Grundflächeradius bezeichnen wir mit R. Wenn man das aufklappt, also den Mantel ausbreitet und die Grundfläche so runterklappt, dann sieht das Ganze etwa so aus. S haben wir hier jetzt, hier und hier. Die Länge dieser Strecke entspricht ja dem Umfang des Grundflächekreises. Und das ist ja 2r mal Pi. So, und wir sind natürlich, wir wissen, dass die Fläche A1 genau 1 ist und sollen jetzt eben das maximal mögliche Volumen bestimmen. Gut, A1 entspricht ja einem Kreissektor. Wie berechnet man das? Also die Fläche für den Kreis hier ist S der Radius. Die Fläche für einen Kreis mit Radius ist, das haben wir hier, s² mal Pi. Und jetzt berücksichtige ich eben nur diesen Kreissektor, nicht den ganzen Kreis. Wie geht man da vor? Na, das ist ganz einfach. Ich nehme die Strecke, wo ich hier gegeben habe, also 2r Pi, dividiert durch den Umfang des Kreises, welcher über S gebildet wird, also 2sπ. Hier kürzt sich natürlich die 2 und die Pi. S kürzt sich hier mal und übrig bleibt rs mal Pi. So, wir wissen aus den Angaben, dass A1, also die Mantelfläche, 1 sein soll und daraus folgt, dass S gleich 1 über r mal Pi ist. Warum stellen wir das auf S um? Das sehen wir jetzt gleich. Kommen wir noch zum Volumen des Kegels, das ist klar. R² mal Pi, also da haben wir jetzt die Grundflächekreis, mal H Drittel. Also R² Pi mal H Drittel. Und H rechnet sich über den Pythagoras. S² minus R² ist H². Und wenn wir H schreiben, kann ich hier eben die Wurzel drüber ziehen. So, hier haben wir eben für S umgestellt und das setzen wir jetzt hier ein. Wir sehen gleich, warum wir das machen. Mit S gleich 1 durch R mal Pi folgt H ist gleich, und jetzt hängt das Ganze nur noch von R ab. Wenn ich H jetzt hier einsetze, habe ich ein Volumen, wo nur noch von R abhängt. Und wir wollen ja R bestimmen. Das war der Sinn und Zweck, warum wir das so umgestellt haben. So, H haben wir jetzt also, wenn wir das S durch diesen Ausdruck ersetzen, kommen wir auf diesen Ausdruck für H. Und jetzt kann ich im Volumen H ersetzen durch diesen Ausdruck. Also hier haben wir nochmal das Volumen und jetzt wird H ersetzt. Das sehen wir hier. So, das können wir jetzt umstellen, indem wir R² mal Pi reinnehmen, also auch unter die Wurzel. Dann bleibt ein Drittel vor der Wurzel stehen. Und hier haben wir R hoch 4 mal Pi Quadrat. Da kürzt sich Pi Quadrat und R Quadrat, bleibt R Quadrat über.
Und r hoch 4 mal Pi Quadrat mal r Quadrat haben wir minus r hoch 6 mal Pi Quadrat. So, das ist also unser V, nur noch von r abhängig. So, wir wollen ja das größtmögliche Volumen haben, also leiten wir ab diesen Ausdruck. Konstante bleibt. Hier haben wir r Quadrat minus r hoch 6 mal Pi Quadrat in Klammer hoch 1/2. Wenn man das ableitet, gibt das 1/2 mal diesem Ausdruck hier hoch den Exponent minus 1, also bleibt minus 1/2 über, mal der inneren Ableitung. Das gibt 2r minus 6r hoch 5 mal Pi Quadrat. Das haben wir hier. Und weil wir am Extremwert interessiert sind, setzen wir ja die Ableitung 0. Und da können wir jetzt einiges streichen. Die Konstanten können wir sofort weglassen. Und diesen Ausdruck können wir auch streichen. Dann multiplizieren wir einfach mit diesem Ausdruck. Wenn wir das hier, wenn wir das hier 0 setzen, können wir eben das gleich streichen und das. Das wird ja auch nicht 0. Also können wir es streichen. Übrig bleibt dieser Ausdruck und da können wir jetzt das r bestimmen. Und wenn wir das umstellen, erhalten wir 1 ist 3 r hoch 4 Pi Quadrat und jetzt können wir auf r auflösen und r ist gleich die vierte Wurzel von 1 dividiert durch 3 mal Pi Quadrat. So, das ist jetzt die Antwort auf diese Frage. Wir sollen ja den Grundfläche-Radius bestimmen für maximales Volumen. Jetzt R haben wir bestimmt. Jetzt müssen wir noch prüfen, ist das fürs maximale Volumen. Das heißt, die zweite Ableitung, wenn wir diesen Ausdruck wieder ableiten, dann kommen wir auf die zweite Ableitung. Und wenn das ein Maximum sein soll, muss das kleiner 0 sein. Wenn wir das hier ableiten, das ist die Quotientenregel, Konstante bleibt hier. Wir leiten das ab mal diesem Ausdruck minus das abgeleitet mal diesem Ausdruck dividiert durch den Quadrat vom Nenner. Und wir haben jetzt das mal angesehen, was das ergibt, wenn man hier r diesen Ausdruck hier einsetzt, dann kommen wir für, ergibt dieser Ausdruck hier genau minus 8. Und hier sehen wir, dass vor allem r² minus r hoch 6 Pi² vorkommt. Das haben wir hier ausgerechnet, eingesetzt. Und da kommt man auf den Ausdruck 2 mal Wurzel 3 dividiert durch Pi mal 9. So, wenn wir das hier einsetzen, also das ist ja positiv und das ist negativ, mal etwas Positives bleibt negativ. Das ist wiederum positiv, hier haben wir ein Minus, also wird das auch negativ. Wir haben oben im Zähler ist alles negativ und dividieren dann durch etwas Positives. Also bleibt das negativ. Wir haben das so geschrieben jetzt, die zweite Ableitung ist minus 8 mal etwas Positives, minus was Positives ist oben, bleibt das also negativ, dividiert durch was Positives bleibt negativ, ist also kleiner 0 und somit ist dieser Ausdruck ein Maximum. Gut, das haben wir jetzt da ziemlich ausführlich gezeigt, dass das eben auch ein Maximum ist. Gut, das wäre zu dieser Aufgabe schon alles. Ich habe eine Anschrift bekommen, dass ich das vielleicht auf einer Seite zeigen soll, die ganze Aufgabe. Das geht jetzt zwar nicht, aber ich kann es hier so ein bisschen übersichtlicher zeigen. Vielleicht hilft das so. Die Seite 2 der Lösung, die Seite 3. Gut. So, ich hoffe, euch hat diese Aufgabe gefallen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Adieu.